Hallo liebe Leute und wir machen weiter mit Mystic Quest Legend, nämlich Steakhouse Deluxe und DJ KR87 müssen jetzt wahrscheinlich eine Frau bekämpfen. Oh ja, wir müssen es wirklich. Hallöchen Medusa. Oh, sie heißt sogar tatsächlich Medusa. Richtig. Irgendwie war es jetzt sehr offensichtlich. Schon, ne? Oh je, okay, Moment. Oh nein, wenn das Medusa ist, dann kann ich mich doch bestimmt versteinern. Wäre das logische. Hysterie, okay. Hysterie. Ja. Mensch, wie auch immer. Man kann sich mal ein bisschen versprechen. Aber naja, gut. Medusa, du wirst jetzt dran glauben müssen. Lang lebe die Nebel-Aura. Killer-Cobra? Wo ist denn noch zu scheiße? Ja, die Attacke hat eine Möglichkeit auf sofortigen Tod. Und ich dachte, die versteinert mich. Ja, ich weiß es gar nicht mehr, ob die das überhaupt kann. Ich hoffe nicht. Aber wenigstens macht die momentan nur Schaden. Ja. Ja, entweder wirklich ist es sofortiger Tod, was sie damit bewirken kann, oder vergiften. Ich hab beides nicht lieber. Und jetzt hat sie eine Glatze? Okay. Ja, man hat ja halt die Schlangen abgenommen. Aber das war's dann auch schon. Irgendwie muss ich gerade an God of War denken. Na, wie auch immer. So. Gut, Medusa ist erledigt und wir haben den Vulkan geschafft. Richtig. Und jetzt können wir hier weiter? Ah, jetzt kommen wir in Lava-Dom. Richtig, das eigentliche Lava-Dungeon, wo sich ja auch der Kristall des Feuers befinden soll. Na, danke, Spiel. Na, super. Okay. Verdammt. Na gut, kämpfen wir mal gegen diese Mistvögel hier. Die sind mir im Weg. Die werde ich jetzt erstmal Tiefkühl kosten. Dann gibt's nämlich ja, Grillhähnchen am nächsten Tag auf dem Grill. Inferno, oh Gott. Oh. Die wollen mich aber ganz schön einheizen hier. Ja, so langsam tun die Attacken wirklich ein bisschen weh. Ein bisschen ist schon leicht untertrieben. Ja, danke Rubens. Hättest du zwar nicht unbedingt machen müssen, aber egal. So, jetzt habe ich die Feder rausgehupft und ja, weg ist er. Wenigstens werden diese Hühner nicht so tollwütig wie bei Zelda, wenn man sie ärgert. So. Bist du dir da ganz sicher? Ja, zumindest können sie nicht einen sofort umbringen, wenn sie oft genug treffen, obwohl. Na egal. Wir kämpfen hier ein paar Panikmeister, die wie Dracula aussehen. Die erinnern mich ja jetzt ein bisschen irgendwie an den einen Bossgegner, oder die zwei besser gesagt, auch aus Secret of Mana. Da gab's doch auch einen Panikmeister. Die ist doch, glaube ich, auch so, oder? Ich überlege gerade. Dort gab's irgendwie so ein Vieh, was auch wie ein Fledermaus-ähnliches Vieh aussah. Soweit habe ich das schon gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie das Vieh heißt. Also. Wie gesagt, ich meine auch, dass der Panikmeister hieß. Ich bin mir aber gerade echt nicht mehr sicher. Naja. Werden wir spätestens von unseren Zuschauern erfahren, aber wir googeln es gleich. Eins von beiden, ja. Genau, so. Jetzt will ich hier erstmal rüber. Hier haben wir wieder eine steinerne Schildkröte. Ja. Ja, oh. Nicht ganz steiner. Okay, naja, Madenfellfresser. Madenfresser für... Okay. Ja. Pestkontrolle mal anders. Ja, indem sie einfach mal Schildkröten losschicken, die Maden fressen. Was auch immer. Na, wie auch immer. Erledigt. So. Auf jeden Fall gehen wir schnell den Geist auf, das steht fest. Das war ein Witz gewesen und ich habe das Ganze mal wieder für Bomben gemacht. Bomben für die Welt. Ja. Was soll ich mit so viel Bomben? Ich habe 99 Stück. Warum kann man nicht mehr tragen? Ach man. Ja, sonst kämpf doch einfach mal ein bisschen mit denen. Genau, die haben noch so einen tollen Wunsch. Warum mache ich das eigentlich nicht? Gut, mal schauen, wie ihr Grillhähnchen das mal so hinnehmen werdet. Schauen wir mal, wie viel das jetzt gegen dieses eine Grillhähnchen macht. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. 606 nur. Ja, aber es reicht für einen One-Shot. Ich habe jetzt mehr erwartet. Da ist Ninja! Yay! Ninjas bekämpfen!
Aber davon habe ich in Nintendo Land auch schon genug bekämpfen dürfen. Echt? Ja, bei Takamaru's Ninja-Festung. Also ein ziemlich cooles Minispiel, wie ich finde. Und da hatte ich irgendwie meinen Spaß dran. Ich kenne es überhaupt nicht, deswegen kann ich da ein wenig zu sagen. Naja, wie gesagt, wenn das Video sehen wir es, wobei da habe ich die Aufnahme von Takamaru's Ninja-Festung leider nicht mit drin. Werde ich wahrscheinlich in den zweiten Part machen, weil ich wollte zwei Let's Shows Parts davon machen. Von daher wirst du das wahrscheinlich auch noch sehen, wie das aussieht. So, was haben wir hier? Ein Gargoyle? Na, die hatten wir ja schon. Ja, okay, Baphomets Fluch haben wir hier. Zumindest könnte man bald meinen, das könnte bald eine Referenz darauf sein, aber weiß man ja nicht genau, was die sich dabei gedacht haben, die Baphomet zu nennen. Ist jetzt eigentlich eine gute Frage, woher der Name Baphomet eigentlich nochmal genau kommt. Ich weiß es leider nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr. Oh, Gold! Das will ich haben. Meins, alles meins. Willst du die rote Kiste da nicht lieber haben? Ich will erstmal die... Mann, verdammt, dass ich Gold haben. So. Oh nö, das kann ich nicht berühren, das kann ich nicht mitnehmen, das kann ich nicht einsacken, ich kann nicht reich werden? Nein, leider nicht. Das ist ein Scherz. Nein, weil wir sind ja nicht auf Reichtum aus, wir sind ja hier, um die Welt zu retten. Und ich kann die noch nicht mal zerbomben, dass ich sie zerteilen könnte und dann mitnehmen könnte. Schade. Auch das leider nicht. Das Spiel mag mich nicht, ich merke das schon. Vielleicht kommt daher das Klischee des weltrettenden Helden, der aber trotzdem arm wie eine Kirchenmaus ist. Wahrscheinlich, weil man das Gold, was so offensichtlich da liegen tut, man einfach liegen lassen muss. Schade eigentlich. Also ich finde das sehr schade. Ja, den Gefallen tun sie einem leider nicht. Ja, dafür sind die Entwickler zu geizig wahrscheinlich. Als dass sie einen hier wirklich so viel Glück gönnen wollen. Ja. So. Mann. Ich habe aber auch mittlerweile echt diese Komplexe mit diesen Wechseln. Ja, okay, wenn der Controller halt ein bisschen zu empfindlich reagiert, dann überspringen das halt. Was willst du machen? Was man machen will, um Hilfe schreien und irgendwie den Controller gegen die Wand schmeißen. Vielleicht hilft das ja. Ja, dafür wäre mir ein bisschen zu schade. Naja gut, ein PS3-Controller ist ja auch nicht gerade günstig in dem Fall. Eben drum. Oh je, der schon wieder? Diesmal in anderer Form. Flaschengeist. Ja, wow, wie viel umbenannt. Sehr einfallsreich, muss ich schon sagen. Ja, statt rot ist er ja auch nur braun gefärbt, also insofern. Ja, der hat an Farbe dementsprechend zugenommen. Hat wahrscheinlich Urlaub in der Karibik oder so gemacht. Kann gut sein. Also irgendwo, wo es auf jeden Fall kochend heiß ist. So. Und tschüss. Naja, wobei mein kochend heißester Urlaub war sowieso bisher nur Mallorca. Muss ich ehrlich zugeben. Aber auch da kann schon ganz gut warm werden. Oh ja. Au, das tut weh, verdammter Rubens. Das war knapp. Oh, jetzt gibt's auch noch Höhenqual. Ja gut, das war's. Ja, vielleicht solltest du dann jetzt am Kampf anfangen, sofort mal selber anfangen, die Gruppe wieder hochzuhalten, weil sonst fängt Rubens hier wieder an, gleich mit irgendwelchen Heiltränken um sich zu schmeißen. Schmeißen ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Wobei, wird er auf mich heilen? Ah, komm, ich heile mich selbst. Na gut, er heilt sich. Haben wir also richtig gemacht. Ja. War schon wieder Höllenqual. Du kannst übrigens, wenn dir ein Gegner absolut auf die Nerven geht. Wenn der Gegner absolut auf die Nerven geht, dann kannst du auch im Kampf den Fluchtzauber verwenden. Ah, das geht jetzt auch? Natürlich. Okay, das hätte ich jetzt am wenigsten vermutet, dass das auch im Kampf funktioniert. Oh cool, dann kann ich endlich mal aus Kämpfen fliehen. Das ist nun mal sehr praktisch. Eine andere Möglichkeit gibt's, oder? Doch, kannst ja auch so wegrennen. Aber dann verschwinden die Gegner nicht. Na okay. Aber wenn du einen Fluchtzauber benutzt, wenn ich mich nicht vertue, verschwinden die Gegner zwar, aber du kriegst keine Erfahrung dann für den Kampf. Das ist nicht so toll. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Durch die Erfahrungspunkte halt, klar. Aber wenn du wirklich nur jetzt einmal an dem einen Gegner oder so vorbei willst, dann halt hopp und ab dafür. Ja.
Muss ich erstmal gucken, dass ich das hier überhaupt überlebe. Die halten aber auch sehr viel aus. Kinnbrecher, au! Armer Rubens, der hatte mal ein Kinn. Na, vielleicht solltest du nochmal die Gruppe heilen. Gute Idee. Na, nicht Flucht. So, mache ich jetzt mal auf beide. Ja. Weil wenn der Rubens dann wenigstens einmal wieder richtig voll ist, dann haut er... Tornado! Okay, widersteht. Na Gott sei Dank. Schallwellen auch noch, die haben ja bald alles drauf. Ja. Und nochmal Grillparty. Als wenn wir hier sonst keine Probleme hätten. Nein, haben wir auch nicht. Wir sind nur kurz vorm Abhörsterben. Oh je. Am besten gleich noch einmal hinterher. Oh Gott sei es gedankt. Und weg ist er. Wenigstens einer weg. Ja. Ey, diese Viecher saugen mir mein Leben aus. Das sehe ich ja jetzt erst. Na, Vampire halt. Was erwartest du denn? Dass du mich in Ruhe lassen und wegflattern? Das wäre in dem Fall das Gesündeste. Aber nur, wenn sie die Erfahrung da lassen. Ja. Und sie sind sogar kleine Fledermäuse, wenn sie genug Schaden erleiden. Man sah ja auch sie. Sieht sehr niedlich aus. Na, es geht. Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Ich meine, die könnte man wahrscheinlich gut irgendwie ausgestopft irgendwo hinhängen. Sieht bestimmt toll aus, oh Gott. Bombe? Ah, okay. Richtig. Die tollen Jumbo-Bomben darf man ja auch werfen. Ja, haben wir ja vorhin bei den... für uns ist es vorhin, aber für die Zuschauer einige Folgen zurück bei dem Felsen sehen können. Ja. Und deswegen blieb das ja nur einzig und allein übrig, die Bombe schmeißen zu können. Also wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich mich gefragt, wie ich da hätte rüberkommen sollen. Ja, irgendwie muss es ja gehen, das ist klar. So, Schädelfeil. Oh! Das wundert mich nicht, dass das ein schwerer Treffer ist. Nicht wirklich. Oh Mann. Counter-Strike-Spieler hätten jetzt nur noch gebrüllt. Headshot. Oh ja. Aber das hätte auch in dem Fall sehr gut gepasst, ich meine. Sowas tut doch weh. Na wie auch immer. So, was haben wir hier Tolles? Den Lebenszauber, yay. Jetzt hat man den Notnagel für alles. Oh ja. Wenn ich mal knapp bei Leben sein sollte oder so, wenn ich mir jemand abkratzen sollte. Verdammt, jetzt muss ich erstmal klarkommen, was ich überhaupt will. Genau, heilen? Nein, ich fliehen. Das wäre jetzt gewesen. Das wäre jetzt sehr erbärmlich gewesen. So. Gut. Jetzt sind wir erstmal wieder soweit bedient. Ja, jetzt können wir wenigstens auch wieder mit der Nebelaure um uns werfen. Ja, auf jeden Fall. So, aber erstmal wechsle ich noch die Waffe, weil die Axt ist in dem Fall doch toller als die Bombe. So. Und da ich das Gold auch... Ja, ich muss sowieso jetzt wieder klettern. Da ich das Gold leider liegen lassen muss, werde ich einfach mich jetzt mal um die Gegner hier kümmern, die hier einfach mal rumlungern. Sounds like a plan. Und dann eignet sich dieser Dracula-Verschnitt sowieso am besten. Mhm. So. Jetzt kann ich auch wenigstens wieder Nebelaura benutzen, yay. Ach scheiße, ich hab den auf manuell gestellt? Wann das denn? Scheiße. Ja, du kannst sie ja auch außerhalb des Kampfes umstellen. Wahrscheinlich ist es da irgendwo in der Hektik passiert. Ich bin aber irgendwie nicht auf Y gekommen, also zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste. Seltsam. Was soll's. Kann sich ja gleich wenigstens noch umstellen. Eben. Von daher... Musst du dementsprechend erstmal drankommen. So, jetzt aber. Und weg mit euch. Ja, es sei denn, Rubens meint natürlich wieder, er muss sich erstmal wieder heilen. Ja, ist ja auch wichtig. Ich meine, ich hatte ja schon etlichen Schaden erlitten. Ja, wenn er so weitermacht, hast du bald keine Heiltränke mehr. Ach, die kann ich mir wieder kaufen, wenn ich irgendwo einen Laden finde. Geld kriege ich genug. Ich habe jetzt bestimmt schon ein Guthaben von 5000. Ja, könnte hinkommen. Na gut, 3585. Ja. Ähnlicher. Aber meinst du, das lohnt sich, da durchzugehen für die zwei braunen Kisten, ne? Na gut, da ist echt nicht mehr. Hätte ja sein können, dass noch ein Weg nach oben geht oder so. Ja, natürlich, ich hab's halt nur vermutet, dass da irgendwie jetzt wohl nichts mehr war. Naja, in dem Fall hattest du sogar recht. Ja. Aber für den Lebenszauber hat es sich ja gelohnt. Was bekämpfe ich lieber, Medusa oder Jin? Medusa. Ja, wenn ich schon die Auswahl habe. Eben. Okay, hier hast du Gorgona. Gorgonen, ja, sind ja eigentlich auch was Ähnliches, sag ich jetzt mal.
Ja, nur haben sie die hier jetzt mit lila Haaren in dem Fall bestückt. Ja, weiß der Geier, was die normalerweise für eine Haarfarbe haben. Ich weiß auch nicht. Ich nämlich auch nicht. Hey, hey, Level up! Wuhu! Wir kriegen mehr HP. So. Okay, diesen Jin kann ich da erstmal stehen lassen. Ja, aber wir sind jetzt auch schon wieder eigentlich soweit. Oh je, und dabei haben wir noch wahrscheinlich sehr viele Gegner und sehr viele Gegner vor uns, bevor wir hier überhaupt mal das Ende finden. Aber na gut, wenn wir die Zeit erreicht haben, dann heißt es erstmal Verabschiedung in diesem Video und beim nächsten Mal geht's weiter durch diesen Lava-Dom in der Hoffnung, mein Ende zu finden und hoffentlich den Feuerkristall bald in den Händen zu halten. Na gut, Leute, freut euch auf die nächste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.